Bist du ein Trainer? Ich habe eine nützliche Telefonnummer für dich. Ja, okay. Ich speichere BLs Nummer. Dann könnte ich ihn gleich mal anrufen. Mein großer Bruder Bill hat das Pokémon-Baulagerungssystem. Ruf mir doch mal den mal an. Schauen wir mal, was passiert. Den rufen wir mal an. Hallo Bill. Dies ist der Verwaltungsservice des Pokémon-Lagersystems. Wer ist dran? Eve, oder? Moment noch. Nachschauen. Aha, ja. Danke, dass du gewartet hast. Eve, in der Box ist noch Platz für 15 Pokémon. Schwing die Hufe und mach sie voll. Glück. Nett. Ganz nett. Na, sowas. Okay, dann gehen wir ein bisschen in den Underground-Eingang. Hello, du. Da unten gibt es Geschäfte, aber da unten sind auch Trainer. Ich traue mich nicht hinunter. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meiner Pokémon zu mogeln. So, Verbrecher bist du. Da werde ich dich gleich läutern. Ich werde dich läutern. Schlimmer. Sei ein Schlemmer. Schlemme. Schlemmer. Ibarra, du musst es jetzt besiegen. Es ist ein Gift-Pokémon. Du hast eine Schwäche gegen den. Du musst es einfach tun. Okay, ich bin zufrieden. Aussetzer. Hahaha. Welche Attacke wird denn ausgesetzt? Oh, der Rasierblock. Oh, da bin ich jetzt aber traurig. Aber ich habe noch eine Tackle-Attacke und dann gibt's eine in die Fresse. Das gibt's aber eins zurück hier. Au! Aua! Aua, aua! Ist gemein! Ist gemein! Hat meine Ware wehgetan. Das ist nicht nett. Das ist fein nicht nett. Bäh. Ja, immer. Bäuerchen her. Dann werde ich nochmal einfach mal Aquaknarre. Werden wir das Schleim einfach mal säubern. Mal gucken, was da rauskommt. Mal gucken. Vielleicht ist das ja Mewtwo. Ist Mew! Ich hätte gerne Mew. Bist du Mew? Ist Mew so süß. Will ich haben. Jeder will Mew haben. Jeder. Vor allem mit einer guten Soße. Der Raymond. Krummo. Jetzt habe ich dich geläutert, Mann. Ich glaube, dass ich lieber fair spielen sollte. Ja, vielleicht. Du auch, ne? Meine Pokémon kamen gerade vom Chauffeur. Was ist? Also, geh Frisur. So. Oder, nein, ich lese später nochmal vor. Ich zeige dir, wie stark sie sind. Es kommt gleich, was ich da erzählt habe, vorgelesen habe. Hm? Ja, das ist gleich. Moment. Beruhigt euch doch mal. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Brauchen auch was Heiliges. Rasierblatt geht wieder. Und dann kriegen wir doch bestimmt ein nächstes Level, oder? Nach so einem Schlurpi-Schlurp. Ja, bitte sehr. Das ist sehr lustig. Du hast tatsächlich mal ein Pokémon, das eine WM kann. Das ist echt cool, ne? Gibt's auch jetzt nur in der zweiten Generation. Finde ich cool. Ja, und in den anderen Generationen, glaube ich, auch. Aber in der ersten Generation gab's sowas nicht, ne? Ist mir nichts bekannt, auf jeden Fall. Jo. Bitte lern mal was Süßes. Na gut, dein Taco wurde besiegt. Okay. Ein Teil nach raus. Die Ware möchte sich endlich entwickeln. Ein Level noch. Ein Level noch, dann kannst du dich entwickeln. Ach, Herrgott. Ich finde den Münzkorb endlich wunderbar. Das ist ein Basis-Item. Wunderbar. So, was hast du? Hallöchen, ich verkaufe preiswerte Kräutermedizin. Sie wirkt, ist aber bitter. Denn die Pokémon werden sie nicht mögen. Okay, schauen wir mal. Es gibt, glaube ich, der Vitalkraut ist nicht bitter. Belebt besiegt die Pokémon wieder. Können wir uns mal einen kaufen? Kaufen wir mal einen. Oh, das kostet aber einiges. Besuche mich wieder. Das ist so Hexe. Hier. Willkommen im Pokémon Salon. Ich bin der jüngere und preiswertere der beiden Chauffeur-Brüder. Keine Ahnung, was das ist. Ich verschönere dein Pokémon für nur 300. Wunderbar. Gern. Welche Pokémon soll ich denn bearbeiten? Ach, mach ich Ware schön. Komm. Okay, es wird cool aussehen. Sieht man sonst nicht, aber der,
Die Zufriedenheitsskala steigt dadurch. Bitte schön, fertig. Ivara sieht fröhlich aus. Hervorragend, okay. Beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf deine Pokémon, wenn du diese Stärke deiner Typen kennst, hast du im Kampf Vorteile. Das sagte mir jetzt vor dem Kampf. Haha, das werde ich mir merken und einsetzen. Du Streber, du. Der Rolf. Jo. Das wird gehen. Vielleicht kriege ich sogar noch ein Level hin. Schauen wir mal, ist jetzt auch Typ Stahl geworden? Müsste eigentlich jetzt auch effektiv sein, oder nicht? Ist nicht effektiv. Okay, alles klar mit der Karo. Ja, wir bleiben immer noch dabei. Ein Voltoball, okay. Auch ein Elektro-Pokémon. Ist schön elektrisch aufgeschlagen. Wir machen trotzdem weiter mit einem wunderbaren Rasierblatt. Rasur! Hat überlebt. Macht mich ein Kreigeschrei, noch so ein Anschreien hier. Ja, ja. Und Tackle. Jetzt haben wir sehr viel Zeit verloren, weil ich vorhin so trainiert haben muss. Oh Mann. Ich bin ein bisschen traurig deswegen. Aber das ist nie eine verlorene Zeit. Es ist eine Zeit, wo man sich mit dem Let's Play auseinandersetzt. Mit dem Spiel, mit euch. Das ist immer wichtig. Denkt doch mal daran. Ihr seid mir alle wichtig. Ihr könnt auch gern kommentieren, bewerten, immer mal was sagen. Das freut mich auch. Ich lese immer gern eure Kommentare. Das erfreut mich wirklich sehr. Macht echt sehr viel Spaß. Dann, wenn ich was höre. Und wenn ich dann nichts höre, bin ich ein bisschen traurig. Ja. Kommt Zeit, kommt Rat. Komm, mach's weg. So ein Magnetilochrom. Sag doch jetzt nichts drauf. Wo ist ein gutes Pokémon auch? Ja, ja. Ich glaube, das habe ich in der Silber-Edition auch recht gut trainiert. Jo. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit einem Magnetilo. Ah, fast. Der Rolf ist weg. Oh, oh, oh. Ja, mehr hat er jetzt nicht zu klug scheißen, ne? Und hier hinten geht's nicht weiter. Glaube ich. Die Tür ist verschlossen. Naja, warum auch? Bis hierher und nicht weiter. Toll. Naja, gut. Wir werden später mal gucken. Ich glaube, du besitzt seltene Pokémon. Zeig's mir, damit ich sie schnappen kann. Und dann gehe ich zur Polizei und sage, hey, so ein Typ hat mich gerade ausgeraubt. Ja, ich gehe sofort zur Polizei. Das tue ich jetzt, ja. Oh, Ivara wird auch Level 20 reichen. Das ist sehr gut. Dann können wir auch gleich den nächsten Arena-Kampf bestreiten. Fertig gemacht. Bluten in der Ecke gelassen. Jetzt erlernst du was. Okay, bitte. Auch nix. Okay. Bin ich ein bisschen traurig. Wahrscheinlich dann mit Level 21 ist, dass ich es dann entwickeln. Ma. Echt fesch. Naja. Aber jetzt bin ich mal gespannt auf die Entwicklung. Dann sind wir auch stärker. Wesentlich stärker. Soja. Aha, wurde besiegt, okay. Ich habe verloren. Ich dreh durch. Ein Teil nach Hause. Hey, Ivara entwickelt sich. Okay, zeig mir deine neue Gestalt. Oh, oh ja. Und? Herra. Glückwunsch, Ivara wurde zu Loreblatt. Schaut cool aus, ne? Fällt mir gut. GG fehlt mir. Und Speicher. Boingen. Gut. Das gefällt mir. Und dann werde ich jetzt nochmal voll schnell raufsetzen. Die haben hier alle besiegt. Wir waren sehr fleißig jetzt gerade. Ich wurde da unten zu einem Kampf herausgefordert. Da unten herrschen Raussitten. Sei auf der Hut. Ja, sie sind alle fertig gemacht von mir. Der Underground-Eingang. Namensbewerter. Möchtest du deinen Spitznamen bewerten lassen? Können wir mal machen.
Hallo, ich bin der Namensbewerter. Ich bewerte die Namen deiner Pokémon. Soll ich einen bewerten? Ja? Ja, okay, mach mal. Volt, das ist kein schlechter Name. Aber überleg dir einen besseren Spitznamen. Soll ich ihn einen neuen geben? Nein, das passt schon. Okay, du kannst mich immer besuchen, wann immer du willst. Ja, Eve? Nö. Der Mann in diesem Haus bewertet deine Pokémon-Namen. Er kann deine Pokémon auch umbenennen. Ach, das ist gut. Das habe ich aber jetzt eh schon so herausgefunden. Ich habe Ärger bekommen, weil ich im Keller des Kaufhofes gespielt habe. Und ich habe sie beklaut. Das läuft auf dasselbe hinaus. Ducatia City. Die festliche Stadt mit opulentem Charme. Ich sehe von dem Charme überhaupt nichts. Ne, gar nichts. Ne? Hier. Der neue Radioturm wurde erbaut, um den alten zu ersetzen. Okay, ist da mal einer kaputt gegangen? Erzähl doch mal, Opa. Das ist also der Radioturm. Was wärst du? Du Nervensäge, hau ab! Wieder die netten Herren in Schwarz. Ducati City Radioturm. Lalala, hi, grüß dich. Willkommen. Danke, das ist ein cooler Text von dir. Hallo, bist du wegen der Glücksalzshow hier? Soll ich die ID-Nummer deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID-Nummer diese Woche lautet... Jetzt schau danach. Mal sehen, ob du Glück hast. Hi. Ha. Natürlich haben wir verloren. Leider stimmt keine deiner Ziffern überein. Ich habe es schon mal geschafft, dass ich mal einen AP-Plus bekommen habe. Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Beantwortet die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in den Pokécom, um überall und zu jeder Zeit Radio hören zu können. Möchtest du am Quiz teilnehmen? Ja, gern. Die Frage 1. Gibt es ein Pokémon, das nur vormittags erscheint? Ich glaube, ja. Korrekt. Frage 2. Ist die Aussage korrekt? Du kannst Bären nicht im Supermarkt kaufen. Ja. Also, kann Bären nicht kaufen im Supermarkt. Richtig. Es wäre im... 01 Blitz? Nein! Nicht übel, Frage 4. Ist Falk der Arenaleiter von Viola City, der Vogel-Pokémon einsetzt? Ja! Wieder richtig! Hier die letzte Frage. Ist bei den einarmigen Banditen in der Spielhalle von Ducatia City ein Glumanda auf einer Rolle abgebildet? Klappt nicht. Yes! Bingo, richtig, Glückwunsch. Hier hast du deinen Preis. Ein Radiomodul. Eve erhält Radiomodul. Eves Pokémon kann jetzt auch als Radio verwendet werden. Hurra. Höre die bitte unsere Shows an. Tu ich nicht. Nein, doch, tu ich. Ich liebe Margit vom Pokémon Talk. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Ich werde sie jetzt gleich besuchen. Ben ist ein großartiger DJ. Seine sonore Stimme lässt mich dahin schmelzen und schwelgen. Oh, schwelge. Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen sie ein. Hier, da ist die Margit. Nee, die Buena, Entschuldigung. Buena. Hier, ich bin Buena. Hast du schon von der Radiosendung Passwort gehört? Wenn du mir das Passwort aus der Sendung nennen kannst, erhältst du einen Preis oder Punkte. Sammelst die Punkte und tausche sie bei diesem netten Mädchen da drüben gegen einen Preis deiner Wahl ein. Bitteschön. Das ist deine eigene Punktekarte. Eve erhält Blaucard. Eve steckt Blaucarde in Basis-Items. Hör dir meine Passwortsendung an, das tun wir gleich. Du kannst deine gesammelten Punkte gegen einen Preis deiner Wahl eintauschen. Welchen Preis hättest du denn gern? Hyperball gibt's, Top-Genesung, Nuggets, Sonderbonbons, Protein, Eisen, Carbon, Calcium, Kaffee Plus, lauter geile Sachen. Oder schält sich so an. Jetzt kann ich Radio hören. Suche ich mir den Sender hier. Pokémon Musik, Glückskanal. Nein. Da ist er. Brenner hier, heutiges Passwort ist... Moment, das lautet... Azalea City. Hi, hast du meine Sendung gehört? Kannst du dich an das Passwort von heute erinnern? Jo. Brenner, oh wow, danke. Wie war denn dein Name noch gleich? Eve, okay. Auf, Eve, mach die Sendung mit. Alle fertig? Schreit das heutige Passwort für Eve laut heraus.
Neuburgia, Rosalia City oder Celia City? Juhu, das ist richtig! Du hast zugehört, ewig glücklich! Du hast dir einen Punkt verdient! Bühne, yo, Eve! Du hast teilgenommen, danke dafür! Ich hoffe, dass alle Zuhörer auch teilnehmen! Ich warte! Warte mal. Und das kann man jetzt, glaube ich, dann noch anhören, oder? Boah, hier! Heutiges Passwort! Moment ist lautet! Erzähl ich sie dir? Vergesst es nicht! Ich bin im Radioturm von Tukanian City. Okay. Pummelnuff. Dann frage ich diesen grünen Geier. Du kannst über Radio hören. Probier's mal aus, Mann. Mach's doch. Probier's mal aus, jetzt. Zu dir für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so. Mit unserem Intendanten stimmt irgendetwas nicht. Oh. Erstens, Unterhöschen stellen. Zweitens, drittens, Profit. Gut. Professor Eis Pokémon Talk. Die beste Show am Äther. Was? Oh, das ist ein McCaffey. Cool. Jo, dann haben wir das hier auch geschafft. Schauen wir mal hier nochmal kurz. Rezeption. Erster Stock, Verkauf. So. Zweiter Stock, Personal. Dritter Stock, Production. Vierter Stock, Büro des Intendanten. Hurra! Und jetzt ist es Nacht. Jo, 18 Uhr bei mir. Schauen wir mal, das ist das Einkaufshaus hier. Hm? Dann gehen wir hier noch weiter rein. Hallo. Es soll einen neuen Fahrradladen geben, aber ich kann ihn nirgends befinden. Der ist da unten. Hier. Ich gehe, glaube ich, da hin, oder? Nein, das ist nicht der Fahrradladen. Nee, nee. Wo ist denn der Fahrradladen? Wo ist er denn? Oh, der ist er, glaube ich. Die Welt ist ein Radweg, Fahrradladen. Cooles Motto. Den werden wir jetzt helfen. Ja. Seufz. Ich bin hierher gezogen, mon Dieu. Aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum denn nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und zur Werbung machen? Klaro. Ja, großartig. Gib mir bitte Namen und Nummer. Dann leihe ich dir ein Fahrrad. Eve leiht sich ein Fahrrad aus. Hervorragend. Eve steckt Fahrrad in Basis-Items. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst sie überall fahren. Habe umsonst jetzt ein Rad gekriegt, ne? Gut, das nehmen wir gleich. Nein, ich brauche einen Beutel. Okay. Wo soll... Ach nee, das... okay, ja, gut. Das nehmen wir mal ganz an erste Stelle, klar. Ich will Wahl setzen. Okay. Schauen wir mal, das müsste diese Taste sein. Perfekt. Ich habe jetzt mein eigenes Rad. Hurra, hurra. Endlich. Behandelst du deine Pokémon gut, werden sie dich regelrecht lieben. Oh, lass mich deine Quapsel sehen. Es verhält sich dir gegenüber sehr freundlich. Es muss glücklich sein. Mhm. Okay, danke. Ständig verliere ich im Kämpfen. Und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum mich meine Pokémon nicht mögen. Dann könntest du sie vielleicht essen, wer weiß. Hm? Wenn ich meine Pokémon ein Item gebe, dann freut es sich. Okay. Gut. Bevor ich jetzt in die Arena eintauche, gehen wir nochmal hier hoch. Nein. Obwohl, ich kann da, glaube ich, nicht hin, da wo ich hin will. Mal gucken. Hast du den wackeligen Baum auf der Route 36 gesehen? Meine kleine Schwester war aufgeregt und wollte ihn sich ansehen. Ich bin besorgt. Ist das riskant? Och, der Tom. Hast mir jetzt gerade gerissen. Eve, bist du noch wach? Ich, Tom, der Wanderer. Eve, es ist nicht zu fassen. Gestern wanderte ich hier rum, Dunkelhöhle und so. Nun, da waren viel Dummiesel. Das musst du dir sehen. Ich habe da gefühlt, dass Dummiesel schüchtern sind. Ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Mist, jetzt gerade will ich jetzt nicht zurückgehen. Toll, Wurscht. Immer das Gleiche. Immer wenn seltene Pokémon auftauchen, bin ich am Arsch der Welt. Nö, kannst du knicken jetzt. Du? Als ich einmal kämpfte, konnte mein Pokémon keine Attacken mehr einsetzen oder ausführen. Die Angriffspunkte oder AP seiner Attacken waren verbraucht. Jo. Karo mit der Karo. Manchmal kann auch ein gesundes Pokémon nicht mehr angreifen. In diesem Fall musst du es in einem Pokémon Center oder
mit Items wieder auf Pebbles. Naja, ich gehe jetzt nochmal schnell hier hoch. Jesus, ach, dann mache ich es erstmal so. Ich gehe erstmal hier durch.